Es geht um nebenberufliche Selbstständigkeit, Steuern, Recht, Finanzierung, Marketing, ein Buch der Verbraucherzentrale und von ZDF Wieso. Ich bin angekommen im Kapitel, was Arbeitgeber und Arbeitsagentur wissen müssen, im Abschnitt Selbstständig in der Arbeitslosigkeit, Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit bei Bezug von Arbeitslosengeld 1. Minuten stellen, damit das nicht zu lange dauert. So. Dann kommt noch Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit bei Bezug von Arbeitslosengeld 2, Vollerwerbsexistenzgründung aus der Arbeitslosigkeit heraus, Gründungszuschuss für Empfänger von Arbeitslosengeld 1, Einstiegsgeld für Empfänger von Arbeitslosengeld 2. Mit einem Kasten gesetzliche Grundlagen, kein Rechtsanspruch auf Einstiegsgeld, der farbig abgesetzt ist. Und dann ist das Kapitel schon zu Ende. Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit bei Bezug von Arbeitslosengeld 1. Wenn Sie die selbstständige Tätigkeit erst im Laufe der letzten 12 Monate vor dem Jobverlust oder nach Eintritt der Arbeitslosigkeit aufgenommen haben, gelten wieder andere Regeln. Auch hier muss die wöchentliche Arbeitszeit unter 15 Stunden liegen, damit der Bezug des Arbeitslosengeldes nicht gefährdet wird. Ohne Auswirkung auf dessen Höhe bleibt jedoch nur ein monatliches Zusatzeinkommen von 165 €. Alle Einkünfte, die darüber hinausgehen, werden vollständig mit dem Arbeitslosengeld verrechnet. Bei der Ermittlung der Einnahmen werden die betrieblichen Ausgaben berücksichtigt, die Sie auch in der Steuererklärung geltend machen könnten. Ferner werden die voraussichtlich darauf entstehenden Steuern vor der Anrechnung abgezogen. Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit bei Bezug von Arbeitslosengeld 2. Das im Volksmund als Hartz IV bezeichnete Arbeitslosengeld II ist eigentlich keine spezielle Leistung für Arbeitslose, sondern wird immer dann gezahlt, wenn entweder überhaupt kein Arbeitseinkommen vorhanden ist und kein Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld I besteht, oder wenn das Einkommen aus einer selbstständigen oder angestellten beruflichen Tätigkeit nicht ausreicht, um das Existenzminimum zu finanzieren. Außer der Frage, in welchem Umfang die Verwertung von Sparguthaben und anderen privaten Kapitalanlagen zumutbar ist und welche Leistungen den Betroffenen zustehen, wird geprüft, in welcher Höhe Einkünfte zur Verfügung stehen. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Einkünfte aus selbstständiger oder nicht selbstständiger Arbeit handelt. Es gibt für jedes Einkommen aus Erwerbstätigkeit nur 100 € und einen geringen Prozentsatz der darüber liegenden Einkommens, des darüber, das steht hier falsch. Leute, 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 ey. Es ist erst die erste Auflage. Was kann man schon erwarten von Thomas Hammer, steht danach auch, was der beruflich macht. Wirtschaftsjournalist und Schachbuchautor. Was kann man von dem erwarten? Des darüber liegenden Einkommens als anrechnungsfreien monatlichen Freibetrag.
Es gibt für jedes Einkommen aus Erwerbstätigkeit nur 100 Euro und einen geringen Prozentsatz des darüber liegenden Einkommens als anrechnungsfreien monatlichen Freibetrag. In aller Regel wird diese Vorgehensweise dazu führen, dass Einkünfte aus einer selbstständigen Nebentätigkeit zu einer Minderung des Anspruchs auf Arbeitslosengeld II führen. Auch ein sehr niedriges Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit muss bei Bezug von Arbeitslosengeld II gemeldet werden. Vollerwerbsexistenzgründung aus der Arbeitslosigkeit heraus. Wenn Sie eine auf Dauer und Vollerwerb angelegte Existenzgründung aus der Arbeitslosigkeit wagen, können Sie mit staatlichen Zuschüssen rechnen. Je nachdem, ob Sie Arbeitslosengeld 1 oder 2 beziehen, gibt es dabei unterschiedliche Förderwege. Allerdings sind die Fördervarianten darauf ausgelegt, eine hauptberufliche Existenzgründung mitzufinanzieren. Sie kommen dann in Betracht, wenn Sie arbeitslos sind und Ihre nebenberufliche Geschäftsidee das Potenzial zum Vollerwerb hat. Okay, und zwar werden jetzt zwei Förderungen vorgestellt. Einmal der Gründungszuschuss für Empfänger von Arbeitslosengeld I. Und dann das Einstiegsgeld für Empfänger von Arbeitslosengeld II. So, es geht los mit Gründungszuschuss für Empfänger von Arbeitslosengeld I. Anspruch auf Gründungszuschuss haben Sie in einem Zeitraum von maximal 15 Monaten. In den ersten 6 Monaten nach dem Unternehmensstart erhalten Sie einen Zuschuss in Höhe Ihres individuellen monatlichen Arbeitslosengeldes sowie ebenfalls monatlich eine Pauschale von 300 Euro für Ihre soziale Absicherung, Krankenpflegeversicherung, Altersvorsorge. Danach kann sich eine zweite Förderphase von weiteren 9 Monaten anschließen. Dann wird jedoch nur noch die Pauschale von 300 Euro für die Sozialversicherung gezahlt. Um diese Förderpauschale zu erhalten, müssen Sie Ihre Geschäftstätigkeit und Ihre hauptberufliche unternehmerische Aktivität nachweisen. Allerdings sind mit dem Gründungszuschuss die im Folgenden aufgeführten Voraussetzungen verbunden. Es ist nicht viel Geld. Wer den Gründungszuschuss beantragen möchte, muss durch die Existenzgründung seine Arbeitslosigkeit beenden und eine hauptberufliche selbstständige Tätigkeit aufnehmen. Bei Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit muss noch Anspruch auf Arbeitslosengeld II, nicht Arbeitslosengeld II von mindestens 90 Tagen bestehen.
Ihre persönliche und fachliche Eignung muss gewährleistet sein. Sollte der Arbeitsvermittler Zweifel an der Eignung haben, kann er von Ihnen verlangen, an einer Maßnahme zur Eignungsfeststellung oder zu einem Existenz- oder einem, an einem Existenzgründungskurs teilzunehmen. Eine fachkundige Stelle muss das Existenzgründungsvorhaben begutachten und die Tragfähigkeit der Existenzgründung bestätigen. Zu den fachkundigen Stellen zählen zum Beispiel Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Kreditinstitute, Gründungszentren sowie Steuerberater. So, das ist das eine. Kommt für mich alles nicht mehr in Frage. Ich habe keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld 1. Einstiegsgeld für Empfänger von Arbeitslosengeld 2 kommt für mich auch nicht in Frage. Ich habe noch zu viel Geld. Ab 6.500 Euro Vermögen wird es für mich spannend. Dann habe ich Aussicht auf Erfolg bei der Beantragung von Arbeitslosengeld 2. Gesetzliche Grundlagen ist ein abgesetzter farbiger Kasten. Kein Rechtsanspruch auf Einstiegsgeld. Ich weiß jetzt schon nicht, warum da Rechtsanspruch unten steht und ich einfach kein Recht auf Einstiegsgeld. Ich finde, das ist kein schönes Deutsch, Herr Wirtschaftsjournalist. Ich würde mich von dem nicht beraten lassen. Schon wenn ich Rechtsanspruch höre, kriege ich Pickel. Beim Einstiegsgeld handelt es sich um eine sogenannte Kann-Regelung. Das heißt konkret, ein Rechtsanspruch auf diese Leistung gibt es nicht. Ein Recht auf diese Leistung gibt es nicht, wäre schönes Deutsch. Maximal jedoch kann der Zuschuss 24 Monate lang gewährt werden. Die rechtliche Grundlage hierfür findet sich im Sozialgesetzbuch 2, Beschluss 16b, sowie in der Verordnung zur Bemessung von Einstiegsgeld. So. Mich juckt schon wieder in den Fingern, das Sozialgesetzbuch zu holen. Ich verkneife es mir. Es kommt eh nicht in Frage. Ich habe kein Arbeitslosengeld 2. Einstiegsgeld für Empfänger von Arbeitslosengeld 2. Bei Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit gibt es die Möglichkeit, Einstiegsgeld als Zuschuss zum Arbeitslosengeld 2 zu erhalten. Darüber hinaus können zusätzliche Existenzgründungshilfen, zum Beispiel für die Anschaffung von Betriebsmitteln, gewährt werden, wenn dies für die erfolgreiche Eingliederung in das Erwerbsleben notwendig ist. Der Fallmanager kann das Einstiegsgeld in Form eines flexiblen Zuschusses und weitere Leistungen zur Eingliederung in Arbeit bewilligen, wenn er dies für ratsam hält. Das Einstiegsgeld kann dann zur Gründung einer selbstständigen Existenz eingesetzt werden. Bei der Höhe des Einstiegsgelds ist der Fallmanager nicht gebunden.
Er orientiert sich an der Arbeitslosigkeitsdauer und der Größe der Bedarfsgemeinschaft des Arbeitssuchenden. Die Bundesagentur für Arbeit empfiehlt den Jobcentern eine Orientierung an den Regelsätzen des Arbeitslosengeldes II. Das war's schon mit dem Kapitel. Nächstes Kapitel ist richtig kalkulieren und finanzieren die Basis des Erfolgs mit folgenden Unterabschnitten. Honorare und Stundensätze kalkulieren. Da wird angesprochen das Auftragsrisiko, kein Arbeitslosengeld, Sozialversicherung, Vergünstigung und Sonderzahlungen, unbezahlte Krankheits- und Urlaubstage. Es gibt einen Tipp, pauschalen Zuschlag berechnen, dann Produktpreis professionell ermitteln. Da werden angesprochen die Rohstoffe, weitere Materialien, Fremdleistungen, Raum- und Betriebskosten, Lagerkosten. Gibt es zum Beispiel den Lagerzins, Arbeitslohn, kalkulatorische Abschreibungen, Wagniskosten, Werbe- und Vertriebskosten. Dann gibt es Praxisbeispiele für die Produktkalkulation. Kontoführung und Liquidität. Tipp Kontoauszüge kennzeichnen. Ich weiß gar nicht, ob das in meinem Online-Konto möglich ist. Wie Sie an Bankkredite kommen, Beispiel Zinsverlust durch späte Rechnungsstellung, wie viel Kredit benötige ich, die optimale Tilgungsdauer bei Krediten, ein Tipp mit einer DMI-Webseite vom Deutschen Mikrofinanzinstitut. www.mikrofinanz.net. Was Sie über Bürgschaften wissen sollten, So, ich habe noch 10 Minuten auf der Uhr. Ich mache dann weiter mit richtig kalkulieren und finanzieren die Basis des Erfolgs.